So, heute machen wir ernst mit den tatsächlichen Instrumenten. Wir haben im letzten Video uns unsere Klasse, schauen wir mal, wo haben wir sie? HOD Instrument, die Instrument Control Klasse gebaut, die so, ja, so eine Art Vorgabe, also die Parent Klasse für alle Instrumente sein soll. Und was wir heute bauen wollen, ist der Höhenmesser. Dazu habe ich jetzt hier bei den Texturen schon einen Unterordner angelegt mit ein paar Bildchen. Schauen wir sie uns mal an. Das müsste hier sein, ja. Das ist unser Höhenmesser. Und dieser Höhenmesser hat erstmal das Hintergrundbild, das sehen wir hier. Dann habe ich ein paar Zeiger, das fangen wir mit denen, das ist der 100-Fuß-Zeiger. Dann haben wir hier den 1000-Fuß- und den 10.000-Fuß-Zeiger. Und dann haben wir noch einen Zeiger für das Variometer, also Steigen und Sinken. Das wäre dann dieser kleine rote Pfeil hier. Die habe ich in, wo sind wir, GIMP, hier sind wir in GIMP, in ein Bild reingelegt und habe die einzelnen Pfeile jeweils als eigene Ebene. Das heißt, ich kann sie exportieren, sodass der Pfeil, das Bild des Pfeiles jetzt eine komplette, machen wir es mal kurz, so, der Bild des Pfeils hat genau die Größe wie mein Background, aber zeigt eben nur den Pfeil. Das heißt, ich tue mir sehr leicht beim Positionieren, weil es entsprechend die gleichen Dimensionen hat wie mein Hintergrundbild. Und in der Engine sehen wir jetzt hier die einzelnen Errors. Das sieht man jetzt hier nicht, weil der Hintergrund weiß ist. Aber hier ist das Instrument. Hier kann man beispielsweise jetzt den Zeiger für das Vario sehen. Und da das Instrument. Gut, soweit, so gut. Jetzt wollen wir mal loslegen. Wir bauen uns jetzt hier unter HOD Elements eine neue Klasse. Java Class. Das nennen wir Altimeter Control und wir lassen das einfach erben, und zwar Extends Instrument Control. Das muss er natürlich, weil er ein paar Methoden implementiert haben will. Das ist auch kein Problem. Die lassen wir ihn einfach implementieren. Das folgt später. Und das braucht man derzeit nicht. So. Gut, dann brauchen wir einen Konstruktor. Den haben wir ja eigentlich schon mal geschrieben. Das ist dieser Instrument Test Konstruktor. Den klauen wir uns jetzt hier einfach. Warum soll man es die Arbeit nochmal machen? So. Okay. Hier nicht in den Test, sondern in Altimeter. Da werden wir eine Methode dann nochmal schreiben. Und das Ding nennen wir natürlich Altimeter Control. So. Das wäre es im Wesentlichen. Jetzt haben wir die einzelnen Elemente erzeugt. Den Konstruktor erzeugt, dadurch haben wir das Objekt und jetzt können wir uns in der Methode private init void init altimeter uns um die einzelnen Details kümmern. Als allererstes werden wir uns um Folgendes kümmern. Wir werden erstmal gucken, dass wir, wo haben wir es? Dass wir dieses Element platzieren, sprich unser Hintergrundbild. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Central Instrument Node. Punkt. Attach Child. Und zwar machen wir Folgendes. Hoppla. This Create Instrument Absolute. Das ist ja unser Element, was wir tatsächlich dann platzieren wollen. Das ist unser Hintergrundbild. Und da machen wir einfach Folgendes. Wir schaffen uns public static final string, einen Namen, image, wie nennen wir das? Altimeter Instrument.
Alt Instrument. So, jetzt haben wir dem Ding einen Namen verpasst für späteres Referenzieren. Das ist unser erster Parameter. Und der zweite Parameter ist Textures. Jetzt muss ich spicken. Textures. Altimeter und dann altinstrument.png. So, das heißt, jetzt würde unser Altimeter tatsächlich angezeigt werden. Das prüfen wir jetzt auch gleich. Wir haben ja vom letzten Mal in unserer Main-Methode noch unter init-hard dieses New Instrument Test und jetzt machen wir nicht Instrument Test, sondern Altimeter Control. Das müssen wir natürlich jetzt noch in die Imports mit reinpacken. Und wenn wir jetzt loslegen werden, ja, braucht noch ein bisschen, dann werden wir entsprechend wieder unser Element sehen. Da ist es. Halt noch ohne Zeiger. Die Zeiger, gehen wir nochmal ganz kurz auf das Bild hier. So, da sind wir. Die Zeiger liegen ja, drehen wir es nochmal gerade. So, die Zeiger liegen in einem Bild, jeder eigene für sich. Und dieses Bild, das wollen wir jetzt drehen. Wenn wir sie jetzt ganz normal reinhängen würden, dann würden sie sich um diesen Punkt respektive um diesen Punkt drehen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass sie in der Mitte aufgehängt sind. Und was wir dann drehen, ist nicht das Bild selber, sondern die Aufhängung in der Mitte. Und dadurch dreht sich dann der Zeiger tatsächlich um den Mittelpunkt. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir brauchen jetzt ein Array von drei Zeigern. Machen wir Folgendes. Erstmal den Namen public static final string image alt indicator ist gleich alt indicator underscore. Da hängen wir dann danach noch eine Nummer dran. Und dann brauchen wir noch public static public node, und zwar ein Array von Nodes, wo wir dann sagen, wir holen uns indicator rotation point up new node. So, das sind die Rotationspunkte jetzt und da brauchen wir jetzt drei Stück und die Zahl 3 holen wir uns jetzt ganz einfach, indem wir sagen public static final string image alt indicator file names. So. Schauen wir mal, wo die Dinger waren. Hier. Textures. Altimeter. Und dann Alt Arrow 0.png. Derzeit haben wir 3. Das heißt, wenn wir irgendwann mal in den Weltraum fliegen, dann müssen wir uns noch ein paar Zeiger dazu bauen, weil das von der Menge her nicht ausreichen würde. So. Und jetzt können wir die Größe uns einfach aus diesem Ding holen. Length. So, das sind jetzt die Rotationspunkte. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein. Das, wie haben wir es genannt? So. Hoppla. Length i++. So.
Jetzt kann man sagen, this indication rotation point von I ist gleich new node. Dann sagen wir set local translation. Den wollen wir jetzt auf den zentralen Punkt. So, this instrument center pos x und this instrument center pos y. So, das heißt, wir haben diesen Rotationspunkt oder diese drei Rotationspunkte platzieren wir jetzt exakt in die Mitte von unserem Instrument. Und dann sagen wir noch attach child. Und hier sagen wir this create. Und jetzt relativ zum Center wollen wir uns ein Instrument erzeugen. So. Und was brauchen wir? Image alt int. Genau. Das ist jetzt der Name. Und das, was wir unique kriegen, machen wir noch plus i. Das wäre jetzt, hier würde jetzt Alt Indicator 0, 1, 2, 3 stehen. Und die File-Namen, die haben wir ja schon hergerichtet. File-Names von i. So. Jetzt haben wir die Dinge platziert. Und was wir natürlich noch machen müssen, ist this central instrument node attach child. Hoppla. Jetzt hängen wir diesen Rotationspunkt in unseren Central Instrument Node rein. Ja, dann schauen wir mal, ob die Pfeile auch wirklich da sind. So, sind da, wunderbar. Was uns jetzt noch fehlt, ist das Vario. Hoppla, falsche Stelle. This central instrument node attached child. This create. Jetzt können wir wieder eine absolute Positionierung machen, weil das Vario ja nicht gedreht wird, sondern einfach nur lokal verschoben. Das bauen wir hier rein. Und zwar Altimeter. Int vario das heißt vario hier unten sind wir und der Pfeilname den holen wir uns hier raus so speichern wir das und das Ganze heißt nicht Instrument, sondern Vario. Und jetzt müssen wir hier einen kleinen roten Klecks sehen in unserem Bild. Da ist er. Wunderbar. Jetzt müssen wir uns nur noch um die eigentliche Bewegung kümmern. Das machen wir mal mit einer Methode. Kümmern wir uns erstmal um die Drehung der Zeiger. Private Void Rotate. Indicators. So. Gut, als allererstes brauchen wir die Höhe. Die Höhe holen wir uns mal in eine Instanzvariable. Private float altitude in feet. So. Die Koordinaten, die wir über die JMonkey Engine bekommen, die definieren wir üblicherweise als Meter. Also der Wert 1 entspricht einem Meter. Also braucht man einen Umrechnungsfaktor. Public static final float und dann chord in feed Faktor und es ist ungefähr 3. Das können wir nachher nochmal etwas genauer machen, also um die 3, glaube ich, ist es. So, dann this altitude in feet ist gleich. Dann holen wir uns das Spatial. Get local
Translation Z. Was brauchen wir noch? Mal unseren tollen Faktor. Wo sind wir? Hier sind wir. So. Das heißt, wir haben jetzt unsere Höhe in Fuß. So, jetzt wird es lustig. Und zwar, wir müssen alle drei Pfeile bewegen. Also machen wir folgendes. This halt vor and i ist gleich 0, i ist kleiner, this, das sind die, wir haben es genannt, Instrument, Indicator, Rotation Point, Length, i++, so. jetzt brauchen wir den Winkel. Da brauchen wir auch mal eine, das lagern wir auch mal aus, in eine private float arrow angle. So. Dann brauchen wir noch den Vektor, auf den die einzelnen Bilder ausgerichtet werden müssen. Das ist ein stinknormaler private Vektor 3f und das Ding taufen wir Rotation Vektor 0f, 0f, 0f. Der soll erstmal die Länge 0 haben. So. Achso. So, da. Importieren noch. So. Als allererstes setzen wir den Rotation Vektor Set auf 0f, also x-Ausrichtung 0, 1f, y1 und 0f. Das heißt, er zeigt exakt nach oben. Und jetzt brauchen wir den Drehwinkel. Und den rechnen wir folgendermaßen auf. This arrow angle ist gleich. Jetzt machen wir folgendes. Fast math 2pi. Das ist jetzt eine komplette Umdrehung. Und jetzt müssen wir den Prozentsatz ausrechnen, unsere Höhe ausmacht. Und zwar mal this altitude in feet geteilt durch, und für den allerersten Winkel müssten es jetzt 100 feet sein, und das Ganze modulo fast math.2p. So, schauen wir uns das nochmal schnell an. Das ist jetzt die Höhe in Feet geteilt durch 100. Geteilt durch 1000. So. Das heißt, unser erster Zeiger, wo sind wir? Hier sind wir. Unser erster Zeiger geht in einer Umdrehung genau 1000 Feet weiter. Also jeder dieser Indikatoren sind 100 Feet. Wir haben also das sind 100 Feet. Schauen wir mal. 100 Feet, 200, 300, 400, 500, 600 und so weiter, und das wären dann 1000. So. Jetzt gehen wir nochmal auf den Code. So. Das heißt, wenn ich jetzt genau einmal rumgehe, dann ist mein Altitude in Feet genau 1000. Das heißt, wenn ich jetzt nur, sagen wir mal, 800 rumgehe, dann bin ich 800 durch 1000, das sind 0,8. 0,8 multipliziert mit 2pi, mit 2pi, ist genau eine Umdrehung, und zwar 80%. So, das heißt, dieser Wert ist jetzt bei 1000, wenn Altitude in Feet 1000 ist, genau 2pi. Bei 500 ist es die Hälfte von 2pi, sprich pi, also eine 180-Grad-Drehung.
Wenn es 1500 ist, es ist 2π plus 0,52π. Das heißt, dieses 2π als solches muss ich noch loswerden für meinen eigentlichen Zeiger. Und deswegen mache ich hier modulo 2π. Das heißt, dann bekomme ich nicht 2π plus 0,52π, sondern dieses erste 2π wird abgeschnitten. Ich könnte auch hier modulo 1 machen. Das wird wahrscheinlich genauso gehen. Können wir nachher mal ausprobieren. Gut. Jetzt ist es aber so, dass das ja nur für den ersten Zeiger gilt. Ich möchte aber es für alle Zeiger haben. Und dementsprechend erzeuge ich jetzt eine weitere Variable. Die taufe ich jetzt mal private float angle dimension und das ist gleich 1000. Brauchen wir gleich nochmal. So. Wo sind wir? Das ist gleich 1000. Und hier arbeite ich nicht mit 1000, sondern mit Angle Dimension. Nachdem ich diese Berechnung durchgeführt habe hier, muss diese Dimension erhöht werden. Halt mal ist gleich. Falsch rum. Das heißt, im nächsten Durchlauf kümmere ich mich nicht um die, um die Tausende, sondern um die Zehntausende. Das heißt, eine komplette Umdrehung des nächsten Zeigers sind 10.000 Fuß. Also erhöhe ich um 10. So, als nächstes brauche ich eine Rotation. Das heißt, wir brauchen ein Quaternion. Private Quaternion. Das Ding ist für die Rotation zuständig, also Rotation Quad ist gleich New Quaternion. So. Importieren. Und das Ding wird jetzt die Drehung durchführen. Das Ding nutzen wir jetzt und sagen From Angle Axis. Der Angle ist Arrow Angle, den wir berechnet haben. Und der Rotationsvektor ist Vektor 3f.unitz. Ich möchte um die Z-Achse drehen, also quasi entsprechend der Bildschirmebene. Gut, und jetzt sage ich, wo sind wir? This Indicator Rotation Point von I. Und jetzt kann ich dieses Ding drehen. Eine Sache fehlt mir noch. Ich drehe natürlich nicht den Rotation Point, sondern den Winkel, den Vektor. This Rotation Vektor. Und die Drehung mit Hilfe eines Quaternions funktioniert mit dem MALT. Malt local. So, und zwar mit meinem das habe ich falsch rum gemacht. Ich multipliziere den Quaternion mit dem Vektor. This rotation vector. So, das Ding dreht mir jetzt diesen Vektor um diesen Winkel. So, und jetzt brauche ich meinen aktuellen Punkt. Und zwar, das mache ich Rotate up to this Rotation Vector. Den haben wir jetzt gerade auf die richtige Richtung gedreht. Gehen wir nochmal aufs Bild. Ich habe jetzt sozusagen einen Vektor. Den platziere ich hier hin. Machen wir das Ding mal. Na? Keine Farbe heute da. Egal. Diesen Vektor drehe ich jetzt dorthin, wo ich ihn brauche. Beispielsweise hier genau hin. Und dann mache ich Folgendes. Dann drehe ich meinen Rotationspunkt auf diesen Vektor. Das heißt, dieser Rotationspunkt folgt meinem Vektor. So. Und dann haben wir unsere Next Dimensions. Ja, und jetzt gucken wir mal,
ob das genauso schlau funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Play. So, dann schauen wir uns das mal an. So, hoppla, da tut sich nichts. Oh, da haben wir zwei Fehler drin. Einmal, das ist natürlich nicht Z, sondern Y. Wir sind ja in der JMonkey Engine Welt und der muss andersrum laufen, weil wir genau, weil wir in die falsche Richtung gedreht haben. Schauen wir mal. Lassen wir nochmal laufen. Ja, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Machen wir nochmal Folgendes schnell. Wir gucken uns das ein bisschen deutlicher an. Main-Methode. Machen wir die Kiste einfach mal ein bisschen größer. Sieht man es besser. So. Probieren wir mal, ob es wirklich stimmt. Wir fliegen die Kiste jetzt mal ein bisschen runter auf den Grund. Und eigentlich, ja, passt. Jetzt sind wir durch den Grund und jetzt sind wir wieder oben. Lassen wir das Ding mal ein bisschen hochfliegen. Der Zeiger läuft sauber mit. Schauen wir mal. Der kleine Zeiger sieht auch richtig aus. Das heißt, bei 500 genau ist der andere genau auf der Hälfte. Also, das funktioniert. Gut. Soweit dazu. Wir werden im nächsten Video uns um den Vario-Zeiger kümmern und werden auch noch, wo sind wir, hier sind wir, und werden uns auch noch um dieses, wo sind wir, wo sind wir, sind wir, halt Instrument Control, Minimum Calculation Loop Time. Genau, darum werden wir uns auch kümmern, dass wir sozusagen den Berechnungszyklus ein bisschen minimieren von unseren Instrumenten, weil wir hier nicht wirklich ständig unseren Update machen wollen. Gut, so viel von meiner Seite und bis dahin viel Spaß beim Weitermachen.